Und da bin ich auch schon wieder. Meine Fee blinkt, was willst du mir sagen? Ist sie Navi oder was? Ja, Sansara, das verborgene Portal. Ich weiß es noch nicht. Ja, mach mal auf. Ich habe eine Kugel, jetzt kann ich endlich Fee fangen. Eine Fee zumindest fangen. Ich schaue mich mal ein bisschen mehr um noch. Bevor ich mit Francis quatsche. Okay, die Tür ist zu. Gut. Mist, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. Alter, wieso vergesse ich das immer? Okay, sagen wir mal, ich hatte schon eine Minute. Komm her. Wie war die Pixie-Jagd? Wunderbar, vielen Dank für die Pixies. Hier ist deine Belohnung für 5 Pixies. 30 Taler, wie nett. Mein Sohn Seamus. Seamus träumt davon, ein großer und berühmter Meister der Feen zu werden. Dabei bräuchte ich doch seine Hilfe bei der Jagd nach den Pixies, diese Jugend. Ich verstehe immer noch nicht, wie das vonstatten geht hier mit den... Nee. Bei mir hältst du eine große Auswahl von aktiven und passiven Zaubersprüchen. Wie kann ich dir helfen? Ja. Erstellen. Ach so, ja, leckt mich doch am Arsch. Das Zeug kann ich auswählen. Aber auch nur eins, was natürlich sehr nett ist, muss ich sagen. Dann gibst du mir mal die. Damit ich mal so langsam alles kriege hier. Ach, ich bin auch dumm. Ich habe so viel Geld verbraucht jetzt. Ja, ein bisschen was für einen Stein. Obwohl wir keinen Stein haben im Moment. Kleine Heilung, hierher mit. Ja, genau. Das Rasierblatt, hehe. Steinerner Speer, auch her damit. Wie, nichts Neues oder was? Gut. Na, jetzt habe ich's begriffen. So. Ja, ich sehe schon, aber sie könnte es benutzen, wenn sie denn, ich habe doch eigentlich mehr gekauft, oder nicht? Ach, leg mich am Arsch. Legst mich am Arsch. Naja, gut. Ist auch egal. So, dann gucke ich mal. Ich habe ja jetzt gesaved. Ob ich mich vielleicht doch hier mit diesem Vieh anlegen, mit den Viechern da anlegen kann. Um ihm zu helfen. Aber vorher mache ich hier nochmal ein Save. Ich versuch's mal. Gleich 3, super. Na bloß, ich kann euch fangen. Nee, zu hässlich, will ich nicht. Oha, die halten ganz schön was aus. Ist nicht effektiv, oh Gott, oh Gott. Okay, einer ist weg. Ja, gut. Perfekt, ist sehr effektiv, also kann ich eigentlich nicht viel falsch machen, ja. Komm mal her.
Lässt du dich nicht fangen? Na, dein Pech. Geht's gleich kaputt. So. Nice. Wuhu! Der andere ist leider kaputt gegangen. Stufe 13. Sehr nice. Okay. Puh, danke. Wenn du mir Hilfe brauchst, besuche mich doch einfach. Ich kann die magische Kraft deiner Fee jederzeit wieder auffrischen. Oh, danke schön. Das lohnt sich doch. Rio Kanuta. So, lass mal gucken. Lebt sie wieder? Nein. Ach, Kacke. Okay, die belebt wieder. Dann bekommt sie noch einen Trank. Und dann dürfte es auch gut sein. So, wieder saven und gucken mal, ob wir da weiterkommen. Hier drüben. Hier war nämlich ein Ausgang. Ich habe jetzt auch so eine schöne Kugel. Gucke ich mal, was ich fangen kann. Ja, Mai, wo kommen wir jetzt dahin? Boah, ich werde da liegt übrigens eine Kugel. Sehr gut. Kann ich noch. Da liegt noch was da hinten. Na komm. Yay! Ich hab das Spiel wieder raus, das ist sehr gut. Das macht auf jeden Fall richtig viel Bock, muss man sagen. Ich muss mal langsam neue fangen. Es wird mal verdammt Zeit. Was kriege ich von dir? Mittelgroßer Heiltrank, da haben wir eine kleine, also eine Silberkugel. Bis Level 20 kann ich fangen. Rune zum Kotage. Ach, da komme ich da wieder hin. Sehr gut. Das freut mich. Kann jetzt schon zwei weitere Feen fangen. Ah, ein Pixie. Und Kohle. Da komme ich nicht rein. Finde ich nicht nett. Da lässt er mich einfach nicht rein, die Sau. Boah, eine Menge Geld. Was steht auf dem Schild? Oh, das ist eine Eule. Ey, schön, dich zu sehen. Seltsame Dinge geschehen in Sansara. Düstere Dornenbüsche wachsen aus dem Boden. Gewaltige Filzbrocken lösen sich und versperren Wege und Durchgänge. Dahinter muss eine Absicht liegen, Amy. Sei auf deinen Reisen vorsichtig und unterschätze die Macht der Fee nicht. Sie haben Sansara geformt, sie beherrschen die Elemente. Mit ihrer Hilfe wirst du Hindernisse überwinden und Naturerscheinungen wie die eigenartigen Luftwirbel nutzen können. Blub. Blub die Eule. Ja. Eine Männchen in unserem Garten? Du solltest vorsichtig sein, denn viele Feen machen sich einen Spaß daraus, Wanderer mit ihrer Magie zu belästigen. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, suche nach magischen Orten in unserer Welt, die bewirken manch hilfreiches Wunder. Mit etwas Glück findest du sogar in der Nähe meines Steines eines dieser magischen Felder. Ah, gut. Oh, cool. Money, money, money. Das ist supi. Ja, ich stehe auf Geld. Danke, Fee. So. Da liegt was. Na gut, 3 Taler. Also Geld kann ich ja gebrauchen. Okay. Bitte des Pixie-Jägers Blub.
Das hilft mir jetzt nicht zwingend weiter, muss ich sagen. Da ist sowieso ein Stein, an dem wir nicht vorbeikommen. Okay. Dann halt nicht. Lässt dich fallen, dann gehen wir mal hier rum. Lirum, larum, links herum. Schmetterling. Was haben wir hier? Ein Busch, an dem wir nicht vorbeikommen. Finde ich ja so nett. Finde ich obernett. Gut, dann muss ich halt wieder wahrscheinlich zurück in die Stadt, ist so ein Scheiß. Weil es ja keinen Weg mehr weiter gibt hier. Na, Häschen? Hoppel du mal schön. Jetzt krieg ich dich, ich schwör's dir. So. Schluss hier mit rumlaufen. Ist nicht. Ist doch noch einer drin. Da ist Feuer da drin, das sieht man doch. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Nein, dann gehe ich mal. Ich bin ja eben rechts, links lang. Nicht wahr? Und hier rechts war ja auch noch ein Weg. Oh ne, hier war ich schon, ne? Hab ich mir jetzt verlaufen oder was? Jetzt laufe ich hier hin und her wie dumm. Nee, ich war da schon, also zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Also hier lang. Okay, da war das Pixie, was von mir weggelaufen ist. Scheiße. Irgendwie ist so da noch ein Weg. Kann mir das mal ausschildern hier? Okay, da geht's nicht weiter. Oh, scheiße, was muss ich denn an dem Stein rumlaufen? Dreck. Mach hin. Geile Zeit zum Spielen. Schwanz. So, los hier. Schluss. Los, mach hin. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Oder geht's? Nee, hier ist der Weg, wo ich weiter könnte. Glaube ich zumindest. Nee. Na gut, Leute, ich mache hier einen Cut und werde bis zur Stadt zurücklaufen, weil es ja nichts bringt, wenn ich euch den ganzen Weg nochmal zeige. Also, bis zum nächsten Part von Sansara, das verborgene Portal.